Also ich habe ganz, ganz lange, wenn ich gefragt wurde, wo ich herkam, geantwortet, dass ich aus Italien oder aus Spanien komme, weil ich halt Angst hatte zu sagen, dass ich Zinto bin, weil diese Menschen auch nie gewusst haben, was ist ein Zinto. So, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ich bin das, was ihr Zigeuner nennt. Und dann war das, was ich erlebt habe, die Ich hab Reaktion mein immer Gesicht ein paar negativ. Jahre verliehen, Alben vor Bilder, die Farbe verlieren. Heute alleine am Esstisch. Mein Name ist Jeffrey, ich bin 34 Jahre, bin gebürtiger Osnabrücker, lebe auch in Osnabrück. Der ein oder andere kennt mich vielleicht noch von meiner aktiven Basketballzeit, und jetzt von meiner musikalischen. Ich bin in einer Barackensiedlung aufgewachsen. Die hieß Papenhütte, die ist auch hier in Eversburg gewesen. Papenhütte war ein Auffanglager, in dem wir halt nach dem Krieg oder meine Eltern bzw. meine Ureltern ghettoralisiert worden sind. Dort waren natürlich auch viele Wohnwagen, weil wir aber auch kein Zuhause hatten. Wir durften ja nicht arbeiten gehen, wir durften keine Ausbildung erlangen, wir durften ja noch nicht mal in Einkaufszentren gehen, weil wir Zigeuner waren. So, sprich, irgendwo mussten wir unterkommen. Und wir haben dann einen wunderschönen, das ist jetzt natürlich Ironie, einen wunderschönen Block bekommen, wo 14 Familien auf einer Etage leben mussten und sich eine Toilette teilen mussten. Mir ist nie aufgefallen, dass ich mich von anderen unterscheide, bis ich circa 10, 11 war und meine Mama mich darauf hingewiesen hat, dass das Wort Zigeuner ein Schimpfwort ist. Und das Schlimme war, dass die Gesellschaft mich als anders empfunden hat. Ich habe mich selber nie als anders empfunden. Ich bin jetzt nie jemand gewesen, der rumgelaufen ist und irgendwelchen Leuten auf die Fresse gehauen hat, aber ich habe immer zu meinen Werten gestanden. So, und dort ist vielleicht irgendwann auch mal irgendwie die ein oder andere Rangelei draus geworden, klar. So, ich habe mir auf jeden Fall nie was gefallen lassen. Musik oder durch das Privileg Musik kann ich meine Gedanken nach draußen tragen. Ich kann Menschen erreichen oder auch nicht erreichen, aber ich kann Probleme ansprechen und sie nicht totschweigen. Wenn ich sie totschweige, bleiben die Probleme stehen. Wenn ich sie anrede, bleiben sie vielleicht auch stehen, aber ich kann mein eigenes Umfeld vielleicht, aber nur vielleicht, Stück weit besser machen. Irgendwo. Für mich auch selber persönlich, ne? Ich erlebe Rassismus heute noch. Gerade jetzt, wo ich natürlich auch das Album preisgegeben habe und den Titel des Albums preisgegeben habe, erfahre ich sowas immer noch. Klar, natürlich kommt jetzt keiner zu mir hin, streckt mir den Finger ins Gesicht und sagt, du bist ein scheiß Zigeuner. Aber hinter versteckten Türen und hinter versteckten Profilbildern tun das einige noch, ja.